Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ich freue mich riesig, wieder hier zu sein. Und es ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass es in der letzten Zeit fast keine Videos mit mir gab. Oder wenn, dann waren sie schon vor ein paar Wochen aufgenommen. Ich hatte keine Stimme, ich habe gehustet wie ein Troll. Und ich habe wirklich, also von A bis Z, alles, was ihr kennt an Hustenmedizin, habe ich genommen in den letzten Wochen. Das Ergebnis ist, was ihr hört. Also ich klinge immer noch ein bisschen wie Al Pacino in Godfather, aber nicht in der deutschen Fassung. In der deutschen Fassung hat er nämlich eine ganz normale Stimme. Auf Englisch hat er diese raue Al Pacino-Stimme. Ich muss euch nicht erklären, wie Al Pacino klingt. Naja, deswegen. Es geht aber schon deutlich besser. Aber ich versuche in der ersten Zeit kürzere Videos zu machen. Aber vielleicht öfter dafür. Insofern vielen Dank, dass ihr auf mich gewartet habt. Da bin ich wieder. Heute haben wir zwei Sachen vor. Und zwar, ich möchte euch den Unterschied zwischen verschiedenen Wörtern erzählen. Ich habe mitbekommen in den Kommentaren, dass es die Videos sind, die euch am meisten gefallen. Ich finde es auch sehr gut, wenn ihr mir sowas schreibt, weil ich nach deutlich über 600 Videos nicht mehr sicher bin. Was sind eure Lieblingsvideos? Was sind meine Lieblingsvideos? Also schreibt bitte in den Kommentaren zu diesem Video, wenn es etwas Bestimmtes gibt, was euch mehr gefällt. Vielleicht verschiedene Verben, vielleicht so etwas. Genau, und ich versuche mich an eure Wünsche zu halten. Heute haben wir sowas vor. Es gibt Wörter wie zum Beispiel sich verirren. Und sich irren, was ist der Unterschied? Außer dass die beide, also sie haben etwas gemeinsam, nämlich sie sind furchtbar schwierig auszusprechen. Sogar für mich sind sie schwierig und ich muss zugeben, wenn ich solche Wörter vermeiden kann, dann tue ich das. Sie sind für die Aussprache nicht die einfachsten deutschen Wörter. Und dann gibt es noch solche Wörter zum Beispiel wie irrsinnig. Irrsinnig, wenn man das ganz richtig aussprechen möchte. Aber man muss es auch nicht übertreiben. Es reicht, wenn dein Gegenüber dich verstanden hat. Oder es gibt zum Beispiel sowas wie das Wort irre. Und das ist ein fantastisches Wort, weil es zum einen sowas wie verrückt bedeuten kann oder aber etwas Tolles, etwas Fantastisches bezeichnen kann. So, bevor wir aber damit weitermachen, möchte ich mich bei Lingoda bedanken. Sie haben nämlich dieses Video gesponsert. Deswegen versuche ich offiziell nicht zu husten. Und es geht um etwas ganz Tolles und ich empfehle es euch wirklich sehr, sehr gerne. Und zwar das, was ihr früher als den Lingoda Marathon kanntet, gibt es jetzt wieder. Es heißt allerdings anders, es heißt Sprint. Und ich werde euch ganz kurz erzählen, worum es hier geht und was anders ist im Vergleich zum Marathon. Und dann machen wir weiter mit den Verben und mit den Erklärungen. Also haltet ein bisschen durch und dann gibt es auch nützlichen Input. Aber vorher kommt etwas, was ich auch für sehr nützlich halte, weil, also jetzt erkläre ich erstmal, warum. Der Sprint von Lingoda hat folgenden Sinn. Du verpflichtest dich für 3 Monate eine bestimmte Anzahl von Unterricht zu nehmen. Für diejenigen, die es nicht wissen, Lingoda ist eine Online-Sprachenschule, die solche Sprachen wie auch Deutsch, aber nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch, Business Englisch, Spanisch und Französisch anbieten. So, und Business Englisch, habe ich Business Englisch gesagt? Wenn nicht, dann Business Englisch. So. Was ist das Coole daran? Und ich sage es mit absolut reinem Gewissen, weil ich ein großer Fan von Lingoda bin und weil ich mein Spanisch unter anderem bei Lingoda verbessere. Das heißt, ich habe bestimmt, ich weiß nicht, 20, 30 Stunden Spanisch mit Lingoda genommen. Deswegen weiß ich, wovon ich spreche. So, das Positive an ihrem Unterricht ist erstens, du hast immer muttersprachliche Lehrer, was längst nicht überall der Fall ist an anderen Schulen. Du hast die Möglichkeit, morgens, abends, nachts Unterricht zu haben, weil die Lehrer wirklich überall auf der Welt verteilt sind. Ich finde es super praktisch. Ich bin oft ein Nachtmensch und dann, wenn ich um 1 Uhr nachts Lust habe, eine Spanischstunde zu machen,
Dann mache ich eine Spanischstunde und der Lehrer sitzt irgendwo in Lateinamerika und bei ihm ist es nicht 1 Uhr nachts. Also es funktioniert wunderbar. Es sind kleine Gruppen mit maximal 5 Teilnehmern, was ich auch sehr fair finde. Es ist natürlich effizienter, wenn du eine 101-Stunde hast, also wenn du alleine mit dem Lehrer bist, aber es hat auch etwas Entspanntes, wenn es eine kleine Gruppe gibt. Dann hast du immer Zeit, ein bisschen zu verschnaufen, während die anderen sprechen. Und so geht es mir zum Beispiel, weil ich nehme Spanisch A1.2 so ungefähr. Und es stresst mich manchmal ungemein, dass ich nicht das sagen kann, was ich will. Und so geht es euch mit Deutsch mit Sicherheit immer wieder. Auch wenn ihr auf höheren Niveaus seid, dann sagt ihr, das Sprechen ist mein größtes Problem. Dieses Problem löst Lingoda zwar nicht komplett, aber der Sprint gibt euch die hervorragende Möglichkeit zu üben, 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 üben. Also ihr habt zwei Möglichkeiten. Den normalen Sprint, das ist der, wo ihr euch verpflichtet, an 30 Stunden pro Monat teilzunehmen innerhalb von 3 Monaten. Das heißt, ihr habt quasi an jedem oder fast jedem Tag im Monat eine Stunde Unterricht. Zuerst erscheint es vielleicht ein bisschen unmöglich, ein bisschen unmöglich, eine neue Konstruktion von Maria, weil ihr denkt, na ja, ich habe ja meine Verpflichtungen und ich habe das und ich habe jenes. Aber ich kann euch versprechen, dass wenn ihr das durchzieht und es ist eine Stunde jeden Tag, es ist nicht so, dass du 3 Stunden vorbereiten und 3 Stunden nachbereiten musst. Du machst eine Stunde mit und dann spätestens nach einer, vielleicht sogar nach naja, spätestens nach 2 Wochen, sagen wir mal, 1 bis 2 Wochen, wirst du merken, wie du leichter sprechen kannst. Und ich bekomme so viele Nachrichten von euch, wo ihr sagt, Maria, ich habe so viel gelernt, ich habe Grammatik gelernt, ich habe Wortschatz gelernt, aber ich kann immer noch nicht sprechen. Und mein Tipp ist immer gleich. Ich sage, du musst viel sprechen, du musst viel üben. Und diejenigen von euch, die noch keine andere Möglichkeit gefunden haben, die vielleicht keinen Muttersprachler in der Nähe haben, die vielleicht nicht in einem deutschsprachigen Land leben, für die ist es eine fantastische Möglichkeit. So, also der Sprint, der normale Sprint ist 30 Stunden pro Woche. Nein, Quatsch. Nochmal. Super Sprint, das ist der mit 30 Stunden pro Woche. Der normale Sprint ist 15 Stunden pro Woche. Das ist das, was früher Halbmarathon hieß. Und wenn du schaffst, 30 Stunden pro Monat zu nehmen, kannst du 100% von deinem Geld wieder zurückbekommen. Und zwar, soweit ich es verstanden habe, bekommst du auch noch die 49 € Anzahlung. Also es gibt so eine Gebühr, die du zahlst, wenn du dich anmeldest, um deinen Platz zu sichern. Und auf diese Gebühr übrigens gibt es 10 € Rabatt mit einem Gutschein von mir. Den findest du unter dem Video und zahlst somit nur 39 €. Diese Gebühr bekommst du zurück, wenn du die Anforderungen des Sprints erfüllt hast und wenn du das Geld am Ende zurückbekommst. So. Genau. Also, Super Sprint. Du bekommst hundertprozentig von deinem Geld zurück, wenn du 30 Stunden pro Monat, 3 Monate lang schaffst. Ich muss sagen, es ist nicht einfach, aber es ist machbar. Das heißt, wenn du fest entschlossen bist, dein Deutsch oder eine andere Sprache auf das nächste Level zu bringen, das ist eine gute Möglichkeit. Aber ich muss sagen, es passiert nicht von selbst. Also, du musst tatsächlich diese Stunden mitmachen. Du musst etwas lernen und dann merkst du sehr, sehr schnell Verbesserungen in deiner Sprache. Aber es ist natürlich nichts, was dir automatisch Sprachkenntnisse in den Kopf platziert. Das heißt, du musst bereit sein, diese 3 Monate dich intensiv mit der Sprache zu beschäftigen. Okay, so. Also Super Sprint, 100% Erstattung, Sprint, 50% Erstattung. Was müsst ihr noch wissen? Es gibt 3 monatliche Zahlungen. Von der ersten Zahlung vom ersten Monat wird, also da wird die Gebühr verrechnet, die ihr bezahlt, diese 49 bzw. 39 € mit meinem Rabatt, die werden mit dem ersten Monat verrechnet. Das heißt, ihr zahlt dann im ersten Monat noch den Rest zum monatlichen Preis dazu. So, dann.
Es gibt eine begrenzte Anzahl von Plätzen, das heißt, ich empfehle euch gut nachzudenken und wenn ihr tatsächlich mitmachen wollt, dann meldet euch lieber bald an. Der Sprint beginnt diesmal am 7. Januar und dauert bis zum 5. April. 7. Januar, 5. April. Ich glaube, das waren die wichtigsten Informationen. Also ich muss euch sagen, es gibt tatsächlich keinen Trick. Es ist keine Firma, die euch über den Tisch ziehen will und dann in Lateinamerika verschwinden. Das machen sie nicht. Ich kenne Lingoda inzwischen gut und ich arbeite sehr gerne mit ihnen und ich würde euch nichts empfehlen, was irgendwie mir komisch vorkommt. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, schreibt unter dieses Video, schreibt an Lingoda direkt und bitte lest euch die, sie heißen Sprint Rules, also die Regeln durch, damit ihr wirklich gut informiert seid. Also verlasst euch auch nicht nur darauf, was ich hier erzählt habe. Ich versuche, die relativ umfangreiche Information hier möglichst kurz zu erzählen, damit ihr nicht einschlaft und dann noch für das zweite, also für den zweiten Teil des Videos fit seid. So, ansonsten kann ich nur sagen, die letzten 6 Marathons, die Lingoda gemacht hat, also Lingoda hat so eine Aktion 6-mal gemacht. Es haben über 20.000 Menschen teilgenommen in den letzten 3 Jahren. Und einige von diesen Menschen kenne ich, weil sie entweder meine Abonnenten sind oder in meinen Kursen teilgenommen haben oder nach meiner Empfehlung am Lingoda Marathon teilgenommen haben. Und sie sagen alle das Gleiche. Sie sagen, ja, du brauchst die Zeit. Ja, du brauchst die Disziplin. Aber wenn du es durchhältst, dann mach dein Deutsch oder wenn du eine andere Sprache lernst, mach deine Sprache einen Sprung. Das heißt, du kommst wirklich, also du kommst nicht von A1 auf C1, natürlich nicht, aber du bist einfach viel, viel sicherer mit dem Wortschatz, den du hast. So viel zum Thema Lingoda Sprint. Ja, ich versuche immer Marathon zu sagen, aber es heißt nicht mehr Marathon. Also, falls ihr Fragen habt, schreibt mir, schreibt an Lingoda, unterschreibt bitte nichts, was ihr nicht versteht. Das ist ganz wichtig. Und ja, und jetzt machen wir weiter mit dem lehrreichen Teil des Videos. Und zwar, ich fange mal an mit dem Wort irre. Irre. Irre bedeutet entweder verrückt. Wenn ich zu jemandem sage, bist du irre? Dann meine ich sowas wie, geht's noch? Bist du noch ganz, ganz dicht? Bist du verrückt? Wie kann man sowas machen? Wenn jemand sagt, ich möchte morgen von der Brücke in den Fluss springen, dann sage ich, bist du irre? So. Eine Sache muss ich noch ergänzen. Irre, hat ein komisches I. Ich weiß, dass viele Russen zum Beispiel ein Problem mit diesem I haben, weil es nicht wirklich ein I ist. Es ist ein bisschen eine Mischung aus I und Ü. Und Ü gibt es nur in wenigen Sprachen. Ich tippe jetzt mal auf, also Russisch natürlich. Und es gibt in Rumänisch und ich glaube in Türkisch gibt es einen ähnlichen Sound, also einen ähnlichen Vokal. Also, das heißt, wir sagen nicht Ire, weil der Ire ist jemand, der in Irland wohnt, der Ire. Und irre sprechen wir mit einem niedrigen I aus. Ich nenne das, es hat bestimmt eine linguistische Erklärung, wie das eigentlich heißt, aber ich sage das I, das normale I ist irgendwo hier. Wenn du es aussprichst und du hältst die Hände so, es ist I hier. Wenn du das irre aussprichst, ist es irgendwo hier. Das heißt, du versuchst ein I auszusprechen und an ein Ü zu denken. Irre. Irre. Und wie du siehst, mein Mund geht fast nicht auf. Also bei Ire muss ich ja den Mund relativ weit aufmachen, so wie ein Frosch ein bisschen. Ire. Das ist eine Grimasse. Und bei Irre mache ich den Mund fast nicht auf. Also ich muss dann sprechen wie so ein Mafioso aus einem Film über Gangster, sowas. Weil die sprechen mit sehr wenig Mimik und so musst du das auch machen. So, die zweite Bedeutung von irre ist super. Das ist ja irre, also super. Geht beides, wenn ihr euch fragt, wie man das unterscheiden kann. Also, woher soll ich wissen,
Was ist damit gemeint? Ich glaube, irre, wenn du das auf eine Person beziehst, bedeutet meistens so ein bisschen plemplem, crazy. Und ist das alte Wort für psychiatrische Kliniken, also geschlossene Psychiatrie, ist das Irrenhaus. Das habe ich vielleicht noch nicht aufgeschrieben. Es ist kein Wort, das man unbedingt jeden Tag benutzt. Das Irrenhaus, also quasi das Haus, wo die Irren wohnen. So, ja, wird nicht mehr so oft benutzt, aber es kann sein, dass du das in irgendeinem Text liest. So, dann gibt es noch zum Beispiel sich irren, das ist das gleiche wie sich täuschen. So, es gibt noch den lateinischen Spruch von, ach, korrigiert mich, wenn das jetzt falsch ist, aber ich glaube von Seneca, errare humanum est, so ähnlich. Also diejenigen von euch, die Latein können, dürfen mich korrigieren. Das bedeutet, irren ist menschlich. Irren bedeutet, auf Englisch wäre das einfach, to be wrong. To be wrong is human. Auf Deutsch ist es schwierig zum Schreiben. Sich irren bedeutet nicht recht haben. Wenn zum Beispiel jemand sagt, du, Lettland hat 3,5 Millionen Einwohner, dann sage ich, du irrst dich. Lettland hat im Moment vielleicht so 1,8 Millionen Einwohner, weil ich nicht mehr da bin, natürlich. So, also sich irren. Mein kleiner Tipp ist, wenn dieses Ö dir sehr schwer fällt auszusprechen, dann benutze einfach das Synonym sich täuschen. Das ist einfacher. Ich kann zu jemandem sagen, du irrst dich oder du täuschst dich. Ist absolut austauschbar. Jetzt wird es aber problematisch, denn es gibt nicht nur sich irren, sondern, Moment. Seht ihr, wenn man so viele Kärtchen hat mit Beispielen, dann schreibt man irgendwelchen Blödsinn hier auf. So, genau, sich verirren. Sich verirren ist ein Synonym von sich verlaufen und bedeutet so viel wie den Weg verlieren. Also to get lost auf Englisch. Wenn ich sage, die Kinder verirrten sich im Wald. Das könnte ein Satz aus einem Märchen von den Brüdern Grimm sein zum Beispiel. Das Wort verirren wird nicht mehr so häufig benutzt. Also vielleicht in literarischen Texten, ja, in Märchen, ja. Deswegen sage ich, die Grimmschen Märchen sind nicht wunderbar geeignet für, ja, Wortschatzerweiterung, weil da einfach sehr viele Wörter sind, die sind nicht mehr so gebräuchlich. Deswegen seid da vorsichtig. Aber, also das Wort ist absolut legitim und im Schriftlichen darf man das auf jeden Fall auch benutzen. Was wir normalerweise benutzen, und ich suche gerade den richtigen Zettel, genau, das ist sich verlaufen. Sich verlaufen ist dasselbe, nur wir benutzen dieses Wort häufiger. Also wenn ich eine Freundin anrufe und sage, du, ich bin in Berlin, ich habe mich wie immer verlaufen, kannst du mir helfen? Okay, ich muss zugeben, inzwischen rufe ich keine Freundin an, sondern ich schaue in Google Maps, aber auch mit Google Maps schaffe ich es manchmal, mich irgendwo zu verlaufen. Deswegen, ich verlaufe mich in Berlin jedes Mal. Also es gibt mindestens einmal pro Besuch in Berlin einen Fall, wo ich in die falsche Richtung laufe, auch wenn ich mit Google Maps unterwegs bin. Also ist schon alles passiert. So, das heißt, zum Schreiben oder in irgendwelchen literarischen Texten sich verirren ist okay. Aber wenn du mit Freunden sprichst und du möchtest ihnen sagen, dass du etwas nicht gefunden hast in der Stadt, dann sagst du sich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. So, dann gibt es noch etwas und zwar irrsinnig. Irrsinnig ist auch nicht so einfach auszusprechen, wobei man akzentiert dieses Wort eigentlich nicht so arg. Deswegen sollte das nicht so schwierig sein. Also, ich sage nicht irrsinnig, es wäre auch für meinen Hals anstrengend. Ich sage irrsinnig, irrsinnig. Und es ist nicht das R, das Doppelte, das schwierig ist, sondern das I. Und wenn du das übst, so wie ich das gesagt habe, mit dem tiefen I. Also das I ist nicht hier, sondern es ist irgendwo hier und es ist fast ein Ö. Irrsinnig.
Irrsinnig, irrsinnig, irrsinnig. Okay? Also ich glaube, für die Russen, Türken und Rumänen unter euch wird es ein bisschen leichter nach diesem Video. Irrsinnig bedeutet unglaublich. Also, sie hat einen irrsinnig guten Song aufgenommen. Einen unglaublich guten Song. Einen sehr guten Song. Es ist ein umgangssprachliches Wort. Bitte schreibt es nicht in C1-Prüfungen, aber zum Sprechen und zum ja, Erweitern von eurem gesprochenen Wortschatz, Umgangswortschatz, ist es auf jeden Fall gut. Und dann gibt es noch einen Ausdruck auf Irrwegen. Ein Irrweg. Also was ein Weg ist, das wisst ihr. Ein Irrweg ist ein falscher Weg. Vielleicht sowas wie ein Umweg, wenn jemand wirklich in die falsche Richtung geht. Und man benutzt es meistens im übertragenen Sinne. Zum Beispiel, die Wissenschaft ist auf Irrwegen. Das bedeutet, die Wissenschaft, die macht so viele tolle Entdeckungen und so viele Innovationen entstehen, aber nicht alles ist gut für die Menschen. Es gibt viele Dinge, die werden für ja, Böses verwendet, leider. Und dann kann man sagen, die Wissenschaft ist auf Irrwegen, also ist auf dem falschen Weg. Wenn ihr irgendwo so eine Konstruktion findet, dann werdet ihr wissen, was es bedeutet. So, das heißt, nochmal kurz, wir hatten das Wort irre. Das bedeutet entweder super oder verrückt. Irrenhaus hatten wir auch. Dann hatten wir das Wort irrsinnig, also unglaublich. Dann hatten wir sich verlaufen. Wir hatten sich verirren, sich irren und wir hatten das, was ich gerade gesagt habe und was ich wieder nicht finde. Ach Gott, ist das kompliziert. Ja, auf jeden Fall. Auf Irrwegen ist das da. So, ich glaube, es gibt noch ein paar mehr Wörter, die zu diesem Wortfeld gehören. Die kann ich gerne in einem nächsten Video erzählen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch solche Wörter einfallen. Und für heute mache ich erstmal Schluss, um meine Stimme ein bisschen zu schonen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, trotz meiner Al Pacino-Stimme. Und wir sehen uns im nächsten Mal. Und ihr seid das beste Publikum, das ich mir wünschen kann. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit mit möglichst wenig Stress, am besten gar kein Stress. Und mit viel Freude mit euren Lieben. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.